Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 24. August. Hey, am Sonntag kommt meine Tochter mit ihrer allerbesten Freundin, also mit meiner Tochter Nummer 2. So. Kennt ihr Salapau? Diese Dinger hier? Kennt ihr Germknödel aus Österreich? Diese Hefeklöße? Das ist im Prinzip sowas, nur das Mehl hier ist. Aus Reis natürlich. Und die gibt es mit verschiedenen Füllungen. Und mein kleiner Laden vorne im Dorf, wo ich immer Wasser kaufe und Namkengen oder abends eine Flasche Bier, also wo ich manchmal dreimal am Tag hinfahre, das ist so quasi unser Versorger vor Ort, der hat jetzt vorne einen Stand aufgebaut und verkauft diese Dinger und ich liebe die. Die gibt es nämlich auch mit so einer Bohnenfüllung. Die ist süß. Super lecker. Da habe ich mir gerade 2 zum Frühstück geholt. Eins habe ich schon auf dem Weg hierhin auf dem Motorrad gekimmelt, das andere esse ich jetzt. Wundvoll. Also angeblich wird heute der Strom umgebaut. Schauen wir mal. Die beiden Arbeiter sollen wieder kommen, am Teich weiterbauen. Schauen wir mal, die hätten gestern auch kommen sollen, waren nicht da. Wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen, aber nichtsdestotrotz, auch wenn die Externen nicht da sind, ich bin ja da. Und ich werde heute anfangen, im Hühnergehege mal ein bisschen Klarschiff zu machen. Da ist es echt nötig. Und ratet mal, genau, ich nehme euch mit. Auf geht's, Hühnergehege, Klarschiff. Unglaublich, wie abhängig man von Strom ist. Ich habe ja den ganzen Morgen hier gewühlt wieder wie so ein Wildschwein. Und dann stinkst du auch und bist nass gespitzt, aber kannst nicht duschen, weil du keinen Strom hast. Denn nachdem der vorne den Zähler ummontiert hatte, auf 3 Phasen und an einem neuen Standort, war natürlich jetzt erstmal nichts mehr mit Strom. Ja, aber mittlerweile sind meine Elektriker hier aufgeschlagen. Und ich habe jetzt auch mal gefragt, es lag also an der PEA, an dem Stromversorger. Dem sind 2 Techniker ausgefallen mit Corona. Und deshalb haben die erst gesagt heute, sie könnten nicht kommen. Haben dann aber doch jemanden geschickt. Ja. So, und jetzt ist mein Elektrikertrupp wieder hier mit mehreren Leuten. Und bauen gerade die alte Leitung von dem alten Zähler ab. Ich hoffe, die fällen mir auch die übrigen Masten und ziehen quasi eine neue Leitung vom Pumpenhäuschen, vom Sicherungskasten zum Haupthaus. Der hat mir eben mal ganz kurz im Gästehaus
Strom angepömpelt. Da konnte ich wenigstens mal duschen. Weil das ging gar nicht mehr. Das juckt ja alles wie Sau. Naja, jetzt sind die mit allem dran und ich halte mich da jetzt auch raus. Ich werde einen Teufel tun, mich da jetzt noch dazwischen stellen, mit der Kamera fummeln. Die sind nämlich echt offensichtlich im Zeitdruck, die malochen wie die Wilden. Stattdessen gehe ich jetzt mal mit euch hinten ins Hühnergehege. Zeige ich euch mal, was ich heute Morgen gemacht habe. Oh, ich habe Glück, der Nachbar schmeißt gerade seine Maschine aus, was auch immer das ist. Die war nämlich ziemlich laut. Das wäre jetzt nicht so gut gewesen. Gucken wir mal nach den Hühnis. Hallo Hühnis! Die Hühnis haben mittlerweile diesen gelben Traktor als Futterquelle erkannt. Wenn ich mit dem komme, dann kommen die direkt angerannt, weil da, wo ich gemäht habe, können sie natürlich besonders gut an die Insekten dran, die dann aufgescheucht sind. Ja. Ich habe heute, gucken wir mal, wo sie sind. Da höre ich es gackern. Guten Tag. 1, 2, 3, 4, 5. Hört mal, ihr seid mittlerweile alle in der Größe, dass ihr mal ein Ei legen könntet. Hä? Wäre ein Highlight für einen YouTube-Kanal. Aber das Futter ist leer. Moment, ich muss mal gerade die Hühnis füttern. So, Futter aufgefüllt. Wasser ist noch da. Draußen steht ja auch noch Wasser. Ist wieder voll. Ihr könnt wieder fressen drin. Ah, so schlimm scheint es mit dem Kohldampf nicht zu sein. Also diesen Stumpen habe ich stehen lassen, weil das ist der inoffizielle Hühnerstall da unten. Da sitzen die eigentlich den ganzen Tag. Aber hier war ja noch alles voll mit umgefallenem Baum. Und diesen Baum, na, den habe ich beschnitten heute Morgen. Und dann bin ich hier so ein bisschen mit dem gelben Trecker rumgefahren, aber noch nicht wirklich viel. Weil hier müssen die Karen auch erstmal wieder diesen blöden Wall wegmachen. Ihr seht, hier sind überall noch diese, da habe ich auch mein Messer aufgesetzt heute. Zum Glück nur Erde, keine Steine. Ja. Und morgen mache ich mal Pause. Morgen wollte ich Inspektion beim Catmobil machen und eventuell auch noch das Auto waschen gehen. Morgen ist Donnerstag und dann mache ich am Freitag wahrscheinlich noch diesen Baum hier komplett weg. Der nützt sonst nichts. Ja, und hier muss noch zurückgeschnitten werden. Da muss noch zurückgeschnitten werden und so weiter und so weiter und so weiter. Aber ich finde, wenn man jetzt hier so in den Garten schaut, dann ist es auch schon eher ein Garten und kein Wald mehr. Also ich finde, es macht sich langsam. Man kann mal zumindest von einem Ende zum anderen sehen, die Mauer erkennen, im Querformat. Im Längsformat nicht, aber im Querformat. Aber hier ist halt echt noch, boah, ey, der muss auch noch, naja, nix wie weg. Hier so ein, der Ast hier zum Beispiel, ne, der jetzt hier so quer steht. Den werde ich komplett absäbeln. Dann machen wir Kohle draus. Ja, da komme ich mit dem Trecker nicht durch. Das ist alles eine Katastrophe. Katastrophe. Ja. Und die Menge Biomasse, die hier mittlerweile aufs Verbrennen wartet, da wird mir auch ganz schlecht. Jetzt muss ich gucken, jetzt ziehen die hier die Leitungen. Wenn ich das Feuer mache und das leicht in die falsche Richtung steht, kuckelt mir die neue Leitung direkt weg. Katastrophe. Ja, es geht aber. Hier darf jedenfalls nichts mehr hin. Das brennen wir jetzt weg und dann ist gut. La 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 la
Das ist der aktuelle Stand beim Teich. Die sind also immer noch beim Schalungsbau. Heute, einen Tag später, ist noch Beton und Eisen angeliefert worden. Die Garage haben die Elektriker auch komplett fertig gemacht. Das heißt, ich habe jetzt Licht. Im Pumpenhäuschen vorne sieht es jetzt so aus. Das ist noch provisorisch. Da kommt ja noch was, habe ich erzählt. Das ist jetzt unser Verteilerkasten. Der alleine kostet 14.000 Baht, wenn man ihn kauft. Der ist auch Pflicht. Der ist vorgeschrieben von der PEA. Und da ist ganz witzig im Verteilerkasten nochmal ein Verteilerkasten. Und der ist also zwingend. Da gibt es zwei, drei Modelle, die man kaufen kann. Im Moment ist allerdings nicht alles verfügbar. Wir mussten den nehmen. Gar keine Wahl. Aber ja, alles ordentlich verdrahtet. Und der Elektriker hat mir nochmal eine Kurzeinführung gegeben, wie hier was angeschlossen ist. Und ich bin gespannt, wenn jetzt dann demnächst noch die webbasierte Pumpensteuerung kommt, wenn wir die noch eingebaut haben. Schaut mal, hier ist Licht in der Garage, endlich. Es ist ein bisschen sparsam. Mal gucken, ob wir da noch eine dahinter hängen. Hier ist leider bei einer Lampe die Glühbirne kaputt, aber wenn der Elektriker am Dienstag kommt, baut er mir da oben auch noch eine neue Röhre rein. Das sind LED-Röhren, da gibt es 1000 verschiedene. Ich wollte nicht die falsche kaufen. War auch gut für den Tag. Ich habe dann mit den beiden Teichbauern hier noch ein Schnäpschen getrunken. Gerade ein bisschen Eis geholt, weil warm kriege ich die Brühe wirklich nicht runter. Kurzer Schnäpschen, kurzes Schwätzchen. Das ist eben auch wichtig, die Leute hier bei Laune zu halten und sie dadurch zu, ja, Achtung und Wertschätzung zu vermitteln, dass man sich eben die Zeit nimmt, da auch mal 10 Minuten dazu zu setzen und mit Händen und Füßen und ein bisschen was zu zeigen. Ich zeige dir immer mal auf YouTube, wo sie zu sehen sind. Einfach, ja, gute Laune schaffen. Und dazu gehört eben auch, dass man ein Schlückchen mittrinkt. Wobei das schon nah am Terpentin ist, das Zeug. Also viel brauche ich davon nicht. So, der Tag ist durch und ich bin's auch. Meine Fresse, was ein Tag. Ja, ich war eben nochmal mit den Jungs, mit den beiden Männern, die hier den Teich bauen, unterwegs und habe Holz geholt. Dann haben wir gerade noch beim Feierabendschnaps festgestellt, Mensch, uns fehlt noch Chemie. Da kommt also eine bestimmte Chemie in den Beton rein, dass wir den Beton nicht nochmal zusätzlich putzen müssen. Wieso kriegen die das nicht auf die Kette, ihren Müll in den Mülleimer zu schmeißen? Was machst denn du da unten, hä? Hallo? Sag mal was. Ja. Also die fangen hier morgen an zu betonieren. Und die machen erst die Wände. Und dann kommt ein spezieller Wirkstoff in den Beton rein, dass man den nicht noch putzen muss. Und dann haben wir die Wände irgendwann. Und der Boden, der wird dann einfach gegossen mit Fertigbeton. Ja, wo ich sehr froh drüber bin, die Stromleute haben das heute komplett durchgezogen. Der einzigste Makel ist, ich habe gerade kein Internet hier auf dem Land. Wobei das heute wieder so ein Film war. Ich habe bei 3BB, also das ist unser Anbieter, habe ich nachmittags angerufen und gesagt, passt mal auf Leute, wir haben hier neue Masten, das muss neu verlegt werden. Und ich brauche eure Hilfe, könnt ihr das Kabel neu verlegen? Dann kriegte ich eine SMS, der Techniker kommt in 30 Minuten. Also unfassbar. Die Hotline auf Englisch. Die Dame hatte einen indischen Akzent. Ich behaupte mal, ich bin irgendwo im Callcenter in Indien gelandet. 30 Minuten, also 10 Minuten nach dem Anruf, pling. Ja, dann und dann kommt der Techniker. Der war dann auch hier, hat sich alles angeguckt, hat gesagt, ihr habt aber gerade keinen Strom. Ich sehe, da ist auch irgendein Fehler in der Leitung. Ich vermute einfach mal, dass die hier die Leitung durchgeschnitten haben. Das kann er aber erst machen, wenn wieder Strom da ist. Und er hat auch nicht das richtige Kabel in ausreichender Menge dabei. Das wäre ja riesig alles hier. Und jetzt habe ich eben wieder eine SMS bekommen, zwischen 10 und 11 Uhr morgen früh kommt der Techniker. Und so lang kann ich auch mal nur mit 4G, nur 4G vom Handy leben. Alles gut, was soll's. Morgen wollte ich mich mal auf die Reise begeben. Das Kettmobil braucht eine Inspektion, also einen Ölwechsel. Das mache ich morgen früh. Erst muss ich natürlich wieder los und Wasser und Eis kaufen für die beiden Männer, die hier den Teich arbeiten. Und da muss ich Geld holen. Boah Leute, das Geld läuft mir gerade aus der Tasche, das ist atemberaubend, ja. 1000 Baht hier, eben mal das Holz, 670 Baht für die Verschalung, gerade nochmal 200 Baht für die Chemie mal eben mitnehmen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also auch hier, das Geld geht weg, wie nix. Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr zufrieden. Hier läuft jetzt noch ein Internetkabel, hier laufen sogar zwei. Welches davon
Man weiß es nicht. Die Masten müssen jetzt noch weg, die hier auf dem Land rumstehen. Da ist so einer. Da seht ihr die beiden Internetkabel, warum da jetzt kein Saft drauf ist. Man weiß es nicht. Ja, also Strom ist installiert, die Schaltkästen sind da. Am Dienstag kommt der Techniker nochmal mit der Endabrechnung. Und dann wird auch noch dieses Ding eingebaut, was ich brauche, um die Pumpe anzusteuern. Aber da erzähle ich euch dann noch mehr zu. Das hat der Christoph mir freundlicherweise gebaut und dann über meine Tochter quasi ist das auf dem Weg hierher. Stromleute, Teichleute, zwischendurch noch eben schnell dies kaufen, das kaufen. Hier geht es nicht weiter. Dann habe ich im Hühnergehege ja wirklich viel geschafft heute. So viel heute. Meine Fresse, bin ich durch. Ich gehe jetzt rein, trinke mir ein Bierchen, lade den ganzen Klumpatsch auf den Rechner und dann gucke ich mal, ob ich noch Lust habe, das Video anfangen zu schneiden. Erstmal gehe ich unter die Dusche. Das war ja auch so ein Ding, konnten den ganzen Tag nicht duschen. Wir hatten keine Aircondition, wir hatten keinen Ventilator. Wir hatten ja keinen Strom. Ja, nicht duschen, aber kein Wasser hatten, keine Pumpe. Und ja, aber dafür habe ich jetzt Strom hier. Guck mal. Achtung. Tada. So, das heißt, die versprochene Tiefkühltruhe kommt jetzt noch irgendwann hier hin. Aber vorher steht hier was an? Klar, Schiff machen. Meine Fresse, ist hier ein Chaos. Katastrophe. Katastrophe. Aber wir haben jetzt Strom hier im Kabuff. Auch da die Toilette ist jetzt endgültig einsatzbereit. Das heißt, wenn ich hier Landarbeiter habe, die muss ich nicht mehr ins Gästehaus schicken, was ja blöd wäre, weil am Sonntag kommen die Mädels. Und jetzt kann man hier sich mal eben abduschen. Da kann man aufs Klöchen gehen. Das ist jetzt ein Klo ohne Spülkasten. Da steht Wasser. Dann nimmt man die Kanne hier und damit spült man nach. So ist das in den meisten Thai-Haushalten auch. Das funktioniert wunderbar. Da ist die legendäre Popo-Dusche. Wenn ihr mal schaut auf der Kanalseite, ich habe jetzt so einen Merchandise-Shop. Bin ja gespannt, ob jemals irgendjemand was in diesem Merchandise-Shop bestellt. Und was ich noch erzählen kann, ich habe ja dieses Video gemacht über Wise. Auch da lasse ich euch nochmal hier oben so ein Ding da. Wise ist ja die Möglichkeit, wie man aus Europa relativ günstig Geld nach Thailand überweisen kann. Und man kann es zum Wunschkurs machen. Also man kann sagen, ab dem und dem Kurs die und die Summe wechseln. Und so lange warte halt einfach. Und ich nutze Wise schon viele, viele Jahre, um mein Geld hier rüber zu schicken, weil das einfach immer den besten Kurs hat und ja, ich mit dem Service einfach sehr, sehr zufrieden bin. Ich hatte auch mal Brassel, da habe ich was falsch gemacht, habe dann da angerufen. Das hat auch gut funktioniert. Also ich kann Wise wirklich empfehlen. Und das ist jetzt so, wenn ich euch da oben so einen Link da lasse, du wurdest eingeladen, dann ist das so, wenn ihr auf diesen Link draufklickt und euch bei Wise anmeldet, dann wird mir das quasi gut geschrieben. Und bei eurer ersten Überweisung zahlt ihr bis zu einer gewissen Summe erstmal nichts, die ist kostenlos. Und um das mal auszutesten. Und wenn ihr das dann regelmäßig nutzt, dann kriege ich ein Bonbon. Und heute ist so ein Bonbon gekommen. Also immer wenn drei Leute jetzt regelmäßig Wise nutzen und nicht nur das einmal diesen kostenlosen Kram getestet haben, sondern das wirklich nutzen, weil sie sich überzeugt haben davon, dass das in Ordnung ist, dann kriege ich ein kleines Bonbon und heute habe ich das wieder bekommen. Und ich kann das ruhig sagen, das sind dann für drei Leute 60 Euro, was für uns hier eine Riesensumme ist, 60 Euro. Überlegt mal, das sind über 2000 Baht. Die beiden Landarbeiter heute haben insgesamt 1000 Baht bekommen. Das heißt, ich kann die damit zwei Tage bezahlen. Ja, und ihr habt auch noch was davon, weil wenn ihr diesen Link nutzt, kriegt ihr einen super fetten Bonus. Ihr könnt es die erste Überweisung quasi bis zu einer gewissen Summe, das erklären die euch dann auf der Website, umsonst machen. Also ihr habt was davon, ich habe was davon, Wise hat was davon. Also wenn ihr Lust habt,
Tut mir einen Gefallen, klickt da nochmal drauf, meldet euch da an. Das ist eine super Sache, um international Geld zu überweisen. Und man kann eben auch Geld bei Wise parken. Und dann sagen, okay, ab dem und dem Kurs möchte ich es gerne in die und die Währung transferiert haben. Das habe ich jetzt auch. Ich habe immer ein paar Euro da liegen. Und wenn der Kurs halt sehr, sehr gut ist, dann werden die automatisch in Thai-Baht gewechselt. Und sonst halt nicht. Dann warte ich halt. Ja? Und wenn es halt so ist, dann muss ich mich nicht groß drum kümmern, dann geht das automatisch. Finde ich eine super Sache. Also habe ich ein Video zugemacht. Link habe ich euch eingeblendet. Jetzt bin ich aber wirklich raus. Seid nett zueinander. Tschüss.